Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu The Hunter Call of the Wild. Wir sind immer noch in Australien unterwegs. Ich habe immer noch nicht alle Kartenteile aufgedeckt. Alle in allen Ecken war ich noch nicht. Wir gehen heute ein bisschen spazieren, wie immer. Ich hoffe, ihr habt Spaß am Video. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und vergesst das Abo nicht. Und damit, let's go. Da haben wir ja schon unseren schokoladenbraunen Dammhirsch. Oh, ist der gefleckt? Oh nein, ist der wirklich gefleckt? Hör auf. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich darf nichts falsch machen. Ich bin noch so ein bisschen in Way of the Hunter drin vom Gameplay. Oh, das sah gut aus. Das sah sehr gut aus. Das sah sehr gut aus. Aber ich war mir jetzt beim Abschuss nicht sicher, ob der gefleckt ist. Hier vorne habe ich ihn getroffen. Boah, hier ist ja gleich der nächste. Alarmiert. Vielleicht kriegen wir den auch noch. Das ist ein guter Treffer. Sieht nicht so aus. Nope. Okay, wir gehen den Dammhirsch suchen. Nicht tödlicher Treffer. Oh nein! Habe ich ihn wirklich... Scheiße, ich muss erst wieder reinkommen ins Game. Es tut mir leid. Aber ist nicht gefleckt. Nee, sah nur vom Weiten so aus. Schade. Ich habe ihn in die... Ja... Ich habe zu wenig vorgezielt. Ich habe ihn in den Darm getroffen. Sonst wäre er Silber gewesen. Naja. Schöner Dreier Schokobraun. Ich verklick mich immer. Ich bin noch in Way of the Hunter unterwegs mit der Steuerung. Ich müsste mal die Steuerung anpassen. Warte, was? Das war ein Fuchs, ne? Habe ich gehört. Ja, Fuchs ist jetzt uninteressant. Ich müsste mal die Steuerung so anpassen, dass ich in beiden Spielen immer die gleichen Knöpfe drücke, um die Sachen zu aktivieren, aufzumachen. Zum Beispiel das Fernglas. Es liegt nämlich in Way of the Hunter auf der 4, deshalb gehe ich hier immer auf die vierte Waffe, auf mein Luftgewehr. Wenn ich eigentlich... Wenn ich eigentlich ins... Digga, ich habe komplett... Blackout gerade. Wenn ich eigentlich an mein Dings will, an mein Fernglas. Oh, das sah gut aus. Das sah gut aus. So, vierer Axeshirsch, natürlich in Gold. Wir haben ihn getroffen. Schön Singelunge. Perfekt eigentlich. Schönes, schönes Tier. Sehr gut. Kommt wie immer in den Discord, falls ihr euch die Abschlüsse aus den Streams und den Videos nochmal anschauen wollt. Der Link für meinen Discord ist in der Videobeschreibung. Schaut gern vorbei. Kennt ihr das, wenn ihr so Auto fahrt und es kommt so direkt Sonne von vorn und die Sonnenblende und alles ist zu wenig und du siehst so, weiß nicht, 200 Meter, siehst du einfach nichts. Ist gefährlich. Ich finde, da sollten Autohersteller mal was dagegen tun. Mal so eine Bombe in die Sonne oder so. Braucht man die eigentlich? Die Sonne ist ein tödlicher Laser. Da ist der Sechser. Na, dann nehmen wir den doch. Wenn uns der hier so schön präsentiert wird. Schöner Treffer. Schauen wir uns an. Sechser Rothirsch in Silber. Schön Doppellunge. Sehr schöner Treffer. Ich habe hier vorne hingezielt. Er ist ja gegangen und da habe ich getroffen. Auf 150 Meter. Schönes Ding. Naja. Sonst sehe ich hier keinen. Nehmen wir uns den hier vor.
So, 6er Rotosch in Silber. Ey, da hat er sich aber aufgeplustert, ne? Kurz bevor ich ihn geschossen habe. Schönes Ding. Single Lunge. Und raus mit ihm. Top. So, probieren wir mal einen 300-Meter-Schuss auf den Rothirsch. Warum nicht? Nullen auf 300 Meter und... Ah, droppt ein bisschen langsam. Er droppt ein bisschen langsam. Könnte ein Hinweis darauf sein, dass ich nicht gut getroffen habe, aber... Hm. Da ist noch ein 3er-Axis-Hirsch. Nehme ich gleich mit. So, machen wir erstmal den Axis-Hirsch, weil er jetzt näher auf dem Weg liegt. 3er-Axis-Hirsch in Silber. Schön Doppellunge mit der Ranger. Okay, okay, okay. Sehr, sehr gut. Top. 6er Rothirsch in Silber. Single-Lunge aus 319 Meter. Ja, leider keine Doppellunge, weil ich durch das Schulterblatt geschossen habe. Einmal durch den Knochen. Da hatte die Kugel natürlich weniger Energie, aber trotzdem schönes Tier. So, wo bist du? Wo bist du? Wo ist dieser scheiß Rothirsch? Flucht. Ich sehe einen Scheiß. Ich hasse diese Sonne. Sieben. Bäume. Ich hasse Bäume. Es war scheiße, es war dumm, es war einfach kacke. Warum heißen Dammhirsche eigentlich Dammhirsche? Weiß ich nicht. Da ist einer. Da ist einer. Vielleicht ja, vielleicht nein, vielleicht ja, vielleicht nein, hallo, anscheinend nein, vielleicht ja, nein, verdammt, doch nicht getroffen oder schlecht getroffen, vielleicht nein, ach Mann. Im 16. Jahrhundert wurde es aus Zuchtbeständen Dänemarks nach Deutschland eingeführt, daher auch der Name Dammwild, Dänenwild, später Dannewild und heute Dammwild. Ah ja, auf 150 Meter Nullen und... Schöner Herztreffer, würde ich sagen. So, 3er Dammhirsch in Silber, schöner Herztreffer und... linke Lunge angeschnitten. Ich musste kurz Fahrerseite, Beifahrerseite. Boah. Ihr wisst, was ich meine. So. Schönes Tier. Und da bleibt er liegen. Schön. So. 4er Axis-Hirsch in Gold natürlich. Leider ein bisschen, ja, er ist gegangen und ich habe hier vorne hingezielt und ja, ich hätte ein bisschen weiter vorziehen sollen, hätte ich das Herz getroffen. Aber trotzdem schönes Tier. Schön. Oh, was ist denn das? Warum liegt hier vorne,
Was liegt denn hier? Oh, das ist der Dammhirsch, den ich aus 230 Metern geschossen habe. Ist doch noch verreckt. Schön. So, Dreier Sammer. Silberdoppelunge. Schön. Schön, schön. Naja. Oh, oh, oh. Was haben wir denn hier? Ach, der ist nur 7. Der sieht aus vom Weiten, als wäre der, weiß ich nicht, 9er legendär. Und dabei ist er nur 7. Er sieht auf jeden Fall nach mehr aus. Ich versuche mal einen 300-Meter-Schuss. So, jetzt dreht er sich natürlich. 300-Meter-Schuss auf Sima Rothirsch. Dachte, es wäre ein Herztreffer. Aber er lag trotzdem. Oder er liegt. Oh, hier ist er. Sehr schön. So, also vom Geweih her sieht's aus, sieht er mächtig aus. Aber er ist nur 7. Dafür Gold. Schöner Lungentreffer. Ich hätte ein bisschen weiter runterziehen sollen. Aha. Entfernung 250 Meter nur. Ja, ich habe irgendwie auf 300 Meter genullt, deshalb ein bisschen weiter höher. Tja, aber schönes Tier. Der wird auf jeden Fall Gold. Zu tief. Zu tief. So, dann nehmen wir den da. Der ist auch okay. Der steht auch schön. Der steht wirklich, wirklich schön. So. Wir probieren den Herztreffer. Wenn er wieder hochkommt. Ja, sah gut aus. Sah sehr gut aus. So, Vierer Dammhirsch in Gold, 192,4. Kein Herztreffer Doppelunge. Okay, okay, okay. Dann halt so. Aber es hat trotzdem gewirkt. Schönes Tier. Baum. Ach, Mann. Ziehe noch auf den Baum und schieße drauf. Alter, ich sehe noch, dass es ein Baum ist. Mann. Bei den Kängurus siehst du halt den Tieren auch nicht an, ob die gut sind oder schlecht. Das ist ein bisschen schade. Musst du immer alles scannen. Was hier mit dir, Ziege? So, Vierer Wildziege. Halt mal einfach mal rein. Wird schon klappen. So, goldene Wildziege Singelunge. Schönes Tier. Sah gut aus. Das sah gut aus. So. Goldenes Känguru. Singelunge. Rückgrat. Steh hoch. Erwischt. Sehr gut. Digga. Hast du gesehen? Der wollte Stress. Okay, okay, Warnschuss. Beeindruckt ihn jetzt nicht so.
ist mit dem? Warum glitscht der immer hin und her? Hässliches Tier. Für Fortnite. Spiel lieber Warzone. So, mythisches Känguru. Ja, Doppelung Herz. Einmal alles bitte. Und Rückgrat. Schön. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. The Hunter Call of Soweit. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Waren einige Tiere dabei, die waren wirklich gut. Ich beiß mir nur selber in den Schwanz, sag ich mal, dass ich den Fünfer Samba nicht geschossen habe oder einfach nur verkackt habe. Also das war, der hätte Dia sein können. Aber wer weiß, Sambas trollen auch mal gern. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, macht's gut und bis dann. Ciao.